Merveille Nemiala, ich hoffe, ich spreche seinen Namen aus. Das ist ein Schwarzer, ja, Hauttyp 6. Der hat nach der kleinen Misslichkeit in Mannheim, wo der Herr Stürzenberger leicht verletzt wurde, dieser alte Simulant, und wo ein Polizist aus Versehen abgestochen wurde, hat Merveille Nemiala, ein Schwarzer, sich solidarisiert, schwieriges Wort, habe ich aber gelernt, mit dem Herrn Stürzenberger und dem getöteten Polizisten und hat gesagt, ja, Stürzenberger hat recht, ja. Und dieser Schwarze hatte jetzt unlängst, also 3 Wochen später, ist er vor einen Zug gestoßen worden, hat er sich vor einen Eisenbahnzug geworfen in Mannheim. Jetzt sagen die Familienangehörigen von dem Opfer, ja, der wollte sich nicht umbringen, ja, der ist Anfang 20, der hat das Leben geliebt, die Menschen geliebt, ja, hat das alles geliebt, er hat gerne gelebt und hatte viele Pläne. Warum sollte er sich umbringen? Und ganz böse Zungen sagen, ja, der hat sich nicht umgebracht, das war er ist selbst ermordet worden, also er ist quasi vor den Zug gestoßen worden, weil er sich gegen Islamismus eingesetzt hat, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Unsere Gedanken gehen jetzt an die Angehörigen dieses lieben Menschen. Und es zeigt aber, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben. Jo. Das war mein kleiner Gruß hier auf meinem kleinen Zweitkanal. Es geht voran im besten Deutschland aller Zeiten. Merkt ihr es? Schritt für Schritt. Zeigt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wo es lang geht. Denn immerhin, die Polizei hat gesagt, kein Grund zur Beunruhigung. Es muss Selbstmord gewesen sein. So, ich grüße euch von meiner Truppe, von meiner Frau Martina. Und wenn euch diese Nachricht oder andere Dinge gerade krank machen, bitte denkt dran, wir brauchen euch. Kommt schnell wieder hoch. Wir schicken euch jetzt gute Energie und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Ich freue mich jetzt sehr über euren Kommentar, das Teilen dieses kleinen Videos, klein aber fein, und euren Daumen hoch. Und liebe Unterstützer, dank euch kann ich das hier nur machen. Von Herzen danke für eure kleine oder große Unterstützung. PayPal und Konten hier drunter. Und wenn ihr das Video von dem Verstorbenen sehen möchtet, kommt auf Telegram. Da habe ich das vor 2 Tagen hochgeladen, wo er Solidarität für Stürzenberger und den ermordeten, den zu Tode gekommenen Polizisten geäußert hat. Video auf Telegram. Telegram hängt hier drunter. Danke für euer Wirken und Sein und nicht vergessen, ich habe euch lieb und bin jetzt sprachlos. The Shadow Man leaves the video.